Heike Hensel für die Fraktion Die Linke. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen heute im Vorfeld der Überprüfung der sogenannten Millenniumsentwicklungsziele im September über die bisherigen Erfolge oder beziehungsweise auch Misserfolge beim Erreichen der selbstgesteckten Ziele. Und die Bilanz, das haben wir ja schon gehört, ist durchaus durchwachsen. Jetzt werden viele Vorschläge gemacht, manche sind konkret, manche auch weniger konkret, was man denn verbessern könnte. Mir fehlt aber in der gesamten Diskussion auch ein kritischer Blick auf die Millenniumsentwicklungsziele selbst. Denn viele Menschen, die heute hier zuhören, wissen sicher gar nicht ganz genau, was die Millenniumsentwicklungsziele überhaupt sind. Und das liegt unter anderem auch am Zustandekommen dieser Ziele. Das ist nämlich ein Prozess, weitgehend ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft. 8 Ziele, die entwickelt wurden von Institutionen wie der OECD, dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, umzusetzen von den Regierungen der Entwicklungsländer und Industriestaaten. Wir waren aber schon mal weiter bei der weltweiten Armutsbekämpfung. In den 90er Jahren wurden nämlich UN-Beschlüsse mit der Mobilisierung von Menschen verbunden, zum Beispiel im Rahmen des Rio-Prozesses für nachhaltige Entwicklung. Die Ideen wurden in die Kommunen getragen, in vielen Städten und Gemeinden entstanden sogenannte lokale Agenda 21-Gruppen, die sich auch mit dem Zusammenhang von weltweiter Armut, von Klimawandel und auch von unserem Konsummodell und dem Ressourcenverbrauch in den Industriestaaten, in den reichen Ländern beschäftigt haben. Die Millenniumsentwicklungsziele dagegen sprechen diese Strukturen gar nicht mehr an. Sie sagen nichts über Ursachen und Strategien zur Armutsbekämpfung. Und genau deshalb fordern wir, wenn wir von Armutsbekämpfung sprechen, müssen wir auch von den strukturellen Ursachen von Armut sprechen. Und dann kommen wir eben auch zu unserem heutigen herrschenden Weltwirtschaftssystem. Allein durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind laut Weltbank im letzten Jahr mindestens 100 Millionen Menschen mehr in Armut zurückgefallen. Also eine größere Anzahl, als Deutschland Einwohner, Einwohnerinnen hat. Und deshalb ist es auch fatal, dass Sie jetzt, Herr Niebel, wenn Sie zuhören, nun neue Weichen stellen wollen in der Entwicklungszusammenarbeit und genau mit den neoliberalen wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die Armut erzeugen, nun Armut bekämpfen wollen. Sie werden nicht müde, hier und in Entwicklungsländern die freie Marktwirtschaft als Entwicklungsmodell zu propagieren. Und was bedeutet es aber konkret für die Länder des Südens? Da möchte ich mal 2 Beispiele nennen. Die Bundesregierung erstens verhandelt ja im Rahmen der EU über ein Freihandelsabkommen mit Indien. Hier will die Europäische Union nun das Patentrecht verschärfen, mit dem Ergebnis, dass billige Nachahmeprodukte erst viel später und deutlich teurer produziert werden können. Hier vertritt die Bundesregierung ganz im Sinne der freien Marktwirtschaft die Interessen der Pharmakonzerne gegen die Interessen von Millionen von Menschen, die bisher keinen Zugang zu billigen Medikamenten haben. Und das ist ein Skandal. Und es läuft gleichzeitig 3 Millenniumsentwicklungszielen zuwider, die sich mit Kindersterblichkeit, Müttergesundheit und dem Kampf gegen AIDS und Malaria beschäftigen. Ein 2. Beispiel. Die Bundesregierung hat sich auch im Rahmen der EU für ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru stark gemacht, das ja schon unterzeichnet wurde. Darin geht es unter anderem um bessere Importmöglichkeiten von Palmöl aus Kolumbien in die EU. Davon profitieren ebenfalls große Konzerne, die in Kolumbien Ölpalmen anbauen auf Land, das Kleinbauern gehört hat, die vertrieben wurden. Mehr als 4 Millionen vertriebene Menschen gibt es deswegen mittlerweile in Kolumbien, die in größter Armut in den Slums der großen Städte leben. Und das Brisante ist, dass die kolumbianische Armee beteiligt ist an diesen Vertreibungen und die illegalen Ölpalmplantagen auch noch schützt. Und ich frage mich zum Beispiel, was Angela Merkel konkret gestern, als sie sich mit dem kolumbianischen Präsidenten getroffen hat, darüber geäußert hat. Ich habe nichts gehört an Kritik bezüglich dieser Politik in Kolumbien, die konkret zu Armut beiträgt. Und deswegen ist auch das völlig inakzeptabel. Und für mich ein ganz entscheidender Punkt, der in der Diskussion auch viel zu kurz kommt.
Wir können nicht von Armutsbekämpfung sprechen, ohne über Krieg zu sprechen. Viele arme Menschen leben in Kriegs- und Krisenregionen und sie werden so lange nicht aus der Armut herauskommen, solange diese Kriege andauern. Und das zeigt unter anderem auch Afghanistan. Trotz 9 Jahren Aufbauhilfe gehört Afghanistan zu einem der ärmsten Länder der Welt und hat eine der höchsten Kindersterblichkeiten der Welt. Deshalb gilt für uns, wir müssten dringend ein neues Millenniumsentwicklungsziel formulieren, das heißt, den Krieg als Mittel der Politik überwinden. Denn die Rüstungsausgaben von mehr als 1 Billion Dollar übersteigen die weltweiten Entwicklungsausgaben um das 10-fache. Und das ist im Zusammenhang mit Armutsbekämpfung völlig inakzeptabel. Also, Millenniumsentwicklungsziele sind bereits ein Minimalkonsens, an dem es viel zu kritisieren gibt. Aber die Ausgabenpolitik der Bundesregierung wird nicht mal dazu beitragen, diesen Minimalkonsens zu erreichen. Und dazu gehören eben auch, es wurde bereits erwähnt, zahllose, nicht gehaltene Versprechen, zum Beispiel auf G8-Gipfeln. Mittlerweile haben wir ja eigentlich den Überblick verloren, was es an Milliarden von Zusagen gibt und nicht eingehaltenen Ausgaben. Da im Vergleich, Angela Merkel jetzt in Kanada, hat sie 80 Millionen Euro für Mütter- und Kindergesundheit in Aussicht gestellt. Davon ist in diesem Haushalt, in dem neuen, nichts zu sehen. Es wird eine Nullrunde geben und höchstens umgeschichtet. Das ist ein Armutszeugnis für den Entwicklungsminister. Und es legt auch den Verdacht nahe, Herr Niebel, dass Sie, wenn Sie ständig jetzt von Effizienz in der Entwicklungszusammenarbeit auch im Rahmen Ihrer Institutionenreform reden, sich eigentlich vor einer substanziellen Erhöhung des Entwicklungshaushalts drücken wollen. Und genau deswegen hat die Fraktion Die Linke hier auch einen Antrag eingebracht, um das 0,7-Prozent-Ziel für Entwicklungsausgaben bis 2015 verbindlich gesetzlich festzulegen, damit Ihre Politik der Trickserei und Täuschung bei den Entwicklungsausgaben ein Ende hat. Das Wort hat nun Kollegin